Hallo und willkommen auf meinem Kanal Robertos Bücherkiste zu einer weiteren Rezension aus dem Bereich Kinderbücher, Comics und was mir sonst so gefällt. Ich habe eine etwas längere Einführung unten als Video Nummer 1 bereitgestellt, da könnt ihr noch ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren. Hier möchte ich gar nicht die Zeit vergeuden. Ich hoffe, dass die nächsten Minuten eure Entscheidungsfindung ein bisschen unterstützen werden. Wenn dem so ist, würde ich mich über Likes, Kommentare, vielleicht auch sogar ein Abo des Kanals sehr freuen. Also lehnt euch zurück, genießt es. Los geht's. So, heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das komplett ohne Worte auskommt. Es wurde im Bohem Verlag herausgebracht und heißt Krokodrillo. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, nicht gelesen habt, es ist definitiv eine meiner Top-Empfehlungen für Jung und Alt. Tatsächlich sogar ab 3, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist eine fantastische Geschichte, erlaubt das Weiterdenken und Weiterüberlegen von Implikationen, Konsequenzen und Sichtweise auf das Leben. Ist daneben super illustriert, wunderschön und nicht zuletzt auch sehr witzig, gerade auch in der Auflösung. Es gibt eine Pointe, was ich so in der Form selten gesehen habe bei Kinderbüchern, dass das Ganze auf wirklich einen Twist irgendwie so ausgespitzt dargestellt wird. Illustriert von Giovanna Zoboli oder Zoboli und Maria Chiara Di Giorgio. Das Buch stammt aus Italien, ist eins dieser wertvollen Bücher, die man über die Bologna-Buchmesse weltweit vertreiben und weiterreichen konnte an die Kinder überall. Also ein wirklich gutes Beispiel dafür, warum diese Buchmesse für Kinderbücher so wertvoll und wichtig ist. Und falls ihr euch noch nicht das Video angeschaut habt zu den Bologna-Büchern, dann empfehle ich euch, das zu tun. Link steht unten in der Beschreibung. Natürlich auch der Link zu diesem Buch direkt. Ich möchte euch mal kurz erzählen, worum es hier geht. Wir starten hier also direkt in medias res sozusagen in die Geschichte. Das gehört auch schon dazu. Die erste Seite ist noch relativ nichtssagend, wobei auch das bereits dazu gehört. Wir sehen hier nämlich eine Sternenlandschaft mit einem zwei Affen. Und dann sehen wir die Sternenlandschaft, die sich widerspiegelt im Wasser, wo ein Froschkopf zu sehen ist und dann irgendwas Grünes. Und wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dieses Grüne taucht hier jetzt auf. Das ist ein Krokodil, das da einfach im Wasser schwimmt und Ruhe hat und sich wohlfühlt. Und dann sehen wir hier unten dieses besagte Krokodil, dass sich das alles nur denkt beim Schlafen. Und dann kennen wir ja alle um 7 Uhr, kling, ling, 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 der Wecker. Man muss aufstehen. Dann werden erstmal die Hausschuhe gesucht, das Fenster oder die Gardinen weggezogen, das Fenster aufgemacht, ein bisschen Luft reingelassen. Dann geht's aufs Klo. Ja, und dann wird mal in den Spiegel geschaut und dann sehen wir hier, wie Zähne geputzt werden. Dasselbe passiert auch darunter. Dann wird überlegt, welche Krawatte wir anziehen und dann geht es weiter mit Kaffee trinken. Das ist natürlich sehr spannend, wenn man einen Krokodilmaul oder Mund hat. Aber das Ganze ist wirklich perfekt in die heutige Szene umgesetzt. Szenerie, die wir morgens haben beim Frühstück, dann zieht er sich zu Ende an und verlässt seine Wohnung. Er sagt noch auf Wiedersehen zu seinem Nachbarn, mit dem er hier den Aufzug runterfährt. Dann sieht er, er muss sich beeilen, wenn er seine Straßenbahn erwischen will, rennt hier entsprechend schnell, schnell, schnell der Straßenbahn hinterher und erwischt sie auch tatsächlich, weil er ja dann hier in der Straßenbahn steht. Wird so ein bisschen komisch beäugt von dem Mädchen, ist dann aber grundsätzlich problemlos in der Stadt unterwegs. Niemand hat hier irgendwie Probleme damit, dass er ein Krokodil ist. Spaziert in einer typischen Landschaft herum, sieht hier in einem Schaufenster ein paar Artikel, die ihm gefallen, wird dabei nass gespritzt von einer Frau, die nicht aufgepasst hat, dass sie durch eine Pfütze fährt, ist entsprechend ein bisschen sauer. Dann geht es weiter. Seine
Wege hier führen, unter anderem in die U-Bahn. Und wir sehen, dass er nicht das einzige Tier ist. Es gibt dann hier auch einen Geparden oder ja, müsste ein Gepard sein. Dann habe ich irgendwas anderes hier, glaube ich, nochmal entdeckt. Irgendwann mal irgendwo. Kann aber sein, dass ich auch schief lege. Später auf jeden Fall in der U-Bahn kommen noch ein paar. Ah, hier ist nochmal. Genau, hier ist der Hund. Dann sehen wir, wie er sich nicht darüber freut, dass es eine Werbung für einen Zirkus gibt, wo Tiere herumgejagt und herumbefehlt werden. Dann sehen wir hier eine Szene, wunderbar doppelseitig in der U-Bahn, wo wir ein Nilpferd entdecken können, wenn wir genauer hinschauen, eine Giraffe. Dann haben wir hier unsere Hauptfigur. Aber auch hier ist noch ein Affe zum Beispiel. Also irgendwie scheint sich hier so eine Welt zu ergeben, wo Tiere und Menschen sich vermischen und die Tiere sich so benehmen wie halt Menschen. Wir sehen, dass er auch dieselben Probleme hat, schnell mal rauszukommen oder in einer allzu engen U-Bahn-Umgebung Platz zu finden, sodass er seinen Kopf nach oben halten muss und an der Achselhöhle des Mannes riechen darf. Dann spaziert er raus, spaziert wieder über eine Straße, holt sich hier einen Blumenstrauß. Dann bekommt er richtig Appetit, als er ein Hähnchen hier sieht. Brathähnchen nimmt er auch mit, das duftet sehr schön. Sagt noch Hallo zu seinem scheinbar, ne, arabischstämmigen Verkäufer dort, den er kennt. Geht weiter, hier ist eine schöne Perspektive von oben, wie er über einen Straßenzug geht, wo Kinder spielen und Leute sitzen, sich küssen. Dann geht er in einen Park, wo er einer Frau einen Blumenstrauß schenkt. Dann spaziert er weiter durch diesen Park. An einem Käfig vorbei, in dem Affen sitzen, aber nicht so, wie wir es im Zoo kennen. Die telefonieren hier mit einem Handy, lesen ein Buch, spielen miteinander. Okay, das kennen wir vielleicht aus dem Zoo. Dann geht er hier in eine Umkleidekabine, zieht sich aus, zieht sich um, hat nämlich auch ein Handtuch, geht dann in ein Schwimmbad. Und das ist so die Stelle, wo man glaubt, inzwischen das Buch verstanden zu haben. Okay, das ist also eine solche Welt. Hier haben wir also Tiere und Menschen gemischt, die da leben zusammen. Und bisher hat diese Geschichte jetzt keine besondere Pointe, auch keine besondere Botschaft. Beides wird kommen. Und wir haben einfach nur einen nett gezeichneten Vormittag oder Morgen von jemandem, der zur Arbeit geht. Der Witz kommt an der Stelle, wo sein Arbeitsplatz vorgestellt wird. Wir wechseln mal. Und zwar liegt er im Zoo, im Terrarium, im großen Terrarium und macht, um die Zuschauer, vor allen Dingen die Kinder, dann zu erschrecken. Und das ist der Punkt, wo man so ein bisschen schmunzeln und oder nachdenken muss. Ein Krokodil lebt wie ein Mensch, du und ich, ne? Und sein Arbeitsplatz ist, ein Krokodil zu sein und Menschen zu erschrecken. Das finde ich witzig. Also, dass er als Arbeit das macht, was wir von Krokodilen grundsätzlich annehmen, lässt uns beim nächsten Mal, wenn wir durch einen Zoo spazieren und ein Krokodil sehen, doch vielleicht kurz zumindest überlegen und schmunzeln. Und warum ich gesagt habe, dass da auch noch eine Botschaft drin versteckt ist. Wir haben ja gesehen, wie unglücklich er darüber war, dieses Zirkusplakat zu sehen. Und dass schon auch die Tiere da zwischen den Menschen stark in der Minderheit waren. Ich glaube, dass das, ich will da nicht zu viel hineininterpretieren, aber dieser Wink an den arabischen Verkäufer ist, glaube ich, auch nochmal so ein kleiner Wink in die Richtung. Denkt auch manchmal daran, wie sich Minderheiten fühlen, ausgegrenzt. Denkt auch vielleicht mal dran, was für ein Gefühl es sein muss, wenn man anders ist als der Rest, sichtbar anders als der Rest.
Und wie man da begrüßt wird, wie man bedient wird in einem Geschäft, wie man mit einem umgeht, wie viele Chancen man hätte, mit einer netten Frau vielleicht nicht nur einen Blumenstrauß auszutauschen, sondern auch mal abends auszugehen. Also wenn man will, kann man das wirklich weiterdenken. Muss es nicht. Ich bin auch niemand, der jetzt unbedingt auf alles eine solche Thematik draufziehen möchte. Aber ich finde es nicht schlecht, dass es ein Buch gibt für Kinder, wo man ein, zwei Aufhänger hat, die man nutzen kann, um darüber nochmal nachzudenken gemeinsam oder auch zu sprechen. Dass es nicht immer bedeutet, nur weil jemand auf den ersten Blick ein Außenseiter ist oder jemand, der nicht da ins Straßenbild gehört oder passt, dass diese Person eine schlimme Person ist. Es kann sein, dass es eine ganz normale Person ist, die bis zu diesem alles genauso macht wie wir auch jeden Morgen. Aber wir sehen nur das, was uns gezeigt wird für unser Geld oder zu unserer Belustigung oder Unterhaltung oder Ablenkung. Ich finde das cool. Also ich persönlich finde das gut, dass das unterschwellig so mit drin ist, wenn man möchte, dass es drin ist. Und unabhängig davon finde ich den Witz ganz gut. Also diesen Situationswitz oder die Situationskomik, dass ein Krokodil als Job den Job hat, ein Krokodil zu sein und als Krokodil die Menschen zu erschrecken und ansonsten zwischen den Menschen, mit den Menschen zusammen lebt. So, ich will es nicht zu Tode reiten, also das war's. Ich denke, kann man gut erfassen, worum es geht. Ich finde ein wunderschön gemachtes Buch. Ich habe tatsächlich witzigerweise mal die italienische Originalausgabe in der Hand gehalten und die war nicht mit so schönem Papier. Also auch da wieder Chapeau, Hut ab. Bohem Verlag in der Schweiz haben das wunderbar umgesetzt. Sehr schönes, sehr feines, griffiges Papier. Auch schönes Format, gut gebunden, lässt sich mehrfach blättern. Sehr wertig, sehr wertvoll. Definitiv zu empfehlen. Also falls ihr Krokodillo noch nicht habt und euch das gefallen hat, was ich euch gezeigt habe, dann zugreifen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch ein wunderschönes Mitbringsel, wenn man mal ein Geschenk in eine Familie mitbringen will. Das super Tolle an der Sache ist ja, man braucht da wirklich keine Worte. Und es macht Spaß. Es ist ein cooles Buch. Okay, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.